Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war da doch wieder der Schocker der Woche. Wie ihr seht, befinde ich mich noch in Erfurt, ne? Hinter mir ist ein TV-Gerät auf einem TV-Gerät, Fernseherschrank, ne? Das ist super. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gesucht, wo ich die Kamera hinstellen kann oder irgendwo einen gescheiten Hintergrund habe oder sonst was. Jetzt muss ich mich schon halb hier in die Kamera reinquetschen. Das geht so auf den Rücken, da zu sitzen wie der Glöckner. Aber egal, das ist nur ein kurzes Video, dann versuche ich trotzdem mal draußen bei dem schönen Regenwetter endlich die Team Go Rocket Lieder zu machen, um noch ein bisschen Spielmaterial aus Erfurt zu haben. Aber das Wetter ist wirklich richtig räudig. Es windet so sehr, jetzt regnet es auch noch so sehr. Also wir sind gespannt. Jetzt aber erstmal die Highlights der Woche und der Schocker. Los geht's! Angefangen hat die Woche beim Bockwurst King. Wie kann es anders sein? Wieder mal mit einem 98er, diesmal ein 98er Pico Chiller. Und das ist auch der einzige, von dem ich 98er mit in die Sendung nehme, weil das einfach ein Running Gag ist bei ihm. Bei vielen anderen habe ich die 98er dann einfach gelöscht und nur 100er oder Shinies oder besondere seltene Sachen oder witzige Sachen mit reingenommen. Das wird sonst einfach zu viel. Bei ihm nehme ich also das 98er Pico Chiller mit rein. Dann hat er auch noch ein Shiny Alola Reitschuh bekommen. Das ist natürlich sehr cool, obwohl, weiß nicht, findet ihr das cool? Findet ihr die Shiny-Farbe cool, dass das so extrem braun ist? Schwarz, braun, gold, gebacken einfach nur. Sieht auf jeden Fall sehr heftig aus, aber erstmal das Shiny zu haben, ist eine feine Sache. Habt ihr auch schon Shiny Alola Reitschuh? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann, heute ist echt der Wurm wieder drin, immer noch beim Bockwurst gegen ein 98er Feuerriegel, ein 98er Formeo. Der Kotbrot zeigt uns hier ein Shiny Traunfugil, was er mitgenommen hat. Auch sehr cool, das ist auch sehr selten gewesen dann. Das hat auch ewig gedauert, bis ich da mal ein Shiny bekommen habe. Ich glaube, alle beiden, die ich hatte, habe ich auch nur getauscht von der Angelina Vio. Wie immer, die hat eigentlich alles, was mir gefehlt hat, mir immer ertauscht. Ich bin ihr noch etliches schuldig. Mal gucken, wann sie darauf zurückkommt, ne? Es steht nämlich so viel aus, aber irgendwie meldet sie sich dann immer nicht und dann können wir auch nicht tauschen. Der Vorbelastet zeigt uns, wie es geht. Entspannter Abend mit Ramses Video natürlich. Sehr schön. Da, ich vermisse jetzt schon meine alte Location, ne? Fischi, mein erstes Melmetal, hat er sich ja auch gegönnt. Ihr wisst ja, 400 Bonbons braucht ihr dazu. Da kam letztens auch wieder die Frage auf, hä, wo kriege ich denn eigentlich Meltan-Bonbons her, Ramses, wie macht man denn das? Dann braucht man noch 400, wie soll das gehen? Wer es immer noch nicht weiß, am besten, wenn ihr eine Switch habt und Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu, oder wenn ihr das nicht habt, ihr kennt jemanden, der eine Switch hat und Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu für die Switch, dann könnt ihr da in Fuxania City, lasst mich lügen, irgendwo war das, in einem, wo ihr seid, dort, in so einem, in der Bude drin, was ist denn das? Pokesender? Nein. Könnt ihr auf jeden Fall ab einem bestimmten Punkt im Spiel dann Pokémon austauschen. Könnt ihr von Pokémon Go Pokémon auf die Switch transferieren. Und immer wenn ihr ein Pokémon auf die Switch transferiert und da ablegt in einem Park, kriegt ihr als Austausch eine Meltan-Box. Beziehungsweise könnt ihr die alle 7 Tage aktivieren. Mittlerweile haben sie es, glaube ich, geändert, dass ihr das sogar alle 3 Tage machen könnt. Und wenn ihr eine Meltan-Box nutzt auf dem Handy bei Pokémon Go, dann ist das so ähnlich wie Rauch, dass das eine halbe Stunde läuft und eine halbe Stunde lang Meltan erscheinen, die ihr dann also mit gelben Bären fangen könnt, um Bonbons zu farmen. Oh, ich habe vorher noch hier diese komische Ramses Kitchen Folge gedreht und musste was trinken, jetzt geht's mir so im Magen rum, also nicht wundern. Also wer Meltan Bonbons braucht, gönnt euch eine Switch, gönnt euch Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu und farmt ordentlich Meltan Bonbons, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Bockwurst King, gerade aus dem Ei, aus den Ei auf jeden Fall, 98er Carbador. Fischi freut sich hier, Schnee, das Fritzelblitz freit sich auch. Es springt in die Luft, richtig genial. Dann das Dragoran hat uns eingeschickt, der Tampon-Entsafter hat ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt.
Auch sehr cooler Name auf jeden Fall. Raphael Weid mit einem 0% Knackse, gefangen am 10.02. in Berlin. Also, was würdet ihr damit machen? Aufheben oder entwickeln? 0%, sehr heftig. Und er hat auch 2 Shiny Mobile gebrütet im Event, glaube ich. Da sind jetzt keine blauen Kreisel drum, aber ist das, wenn ihr das brütet, ist das auch blau oder nur, wenn ihr das fangt? Das müsste aber auf jeden Fall während des, ich glaube sogar noch während des Riolo-Events gewesen sein. Dann Kenny zeigt uns, wo wir gerade bei Riolo sind, der ist mit seinem Lucario jetzt endlich Best Buddy geworden. Aufgestiegen, hat jetzt hier 2730 WP, ist aber glaube ich nur ein 98er gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Der Pushner endlich auch eins, hat einen Zuruk-Hex bekommen. Dann der Pushner noch mit einem 100% Farbigel. Das ist natürlich sehr krass, das hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Habt ihr auch schon ein 100% Farbigel, das bekommt ihr ja nur aus der Fotobomb. Da müsst ihr also richtig Glück haben, hat zwar nur WP 10, trotzdem ein 100%iges. Bobserob mit einem Marmolida, was ja jetzt beim Valentins-Event eingeführt wurde. Dann habe ich ein Shiny Bonera gebrütet, das habe ich hier nochmal mit reingenommen. Ich mache hier eigentlich selten Sachen von mir, weil ihr die ja so seht, aber das Bonera habe ich nochmal gezeigt. Kotbrot mit einem 100% Shiny Mobile, das auf jeden Fall auch sehr heftig. Das hätte auch Schocker der Woche sein können oder sein müssen, aber ich habe was anderes, das zeige ich euch dann. Das ist aber sehr krass, Mobile schon an sich ein bisschen seltener und dann auch noch ein 100%iges Shiny Mobile. Das geht richtig ab. Stranger zeigt uns hier, was, wenn Dicklets Nose kein Mund ist, sondern, ein Mund ist mit einem Zahn, also wenn es gar keine Nase ist, was ihr das seht, man denkt ja, das ist eine Nase und da ist so ein Lichtschein drauf, so eine Spiegelung, irgendwas, aber was ist, wenn das gar keine Nase ist, wenn das ein Mund ist mit nur einem Zahn, dass der also die ganze Zeit dasteht und den Mund auf hat und nur einen Zahn hat. Sieht auf jeden Fall lustig aus, aber egal wie es ist, so oder so, es ist und bleibt einfach ein sehr süßes, lustiges, auffälliges Pokémon. Ein Dickler natürlich, Dicklet, ne? Dann Dagro hat uns gezeigt, er hat sein 6er-Team von 100er erlösten Zubats oder Golbats, beziehungsweise den Familien endlich voll. Er hat hier nämlich schon wieder eins bekommen, was er erlösen kann und ein 100er wird. Das hat er hier dann nochmal eingegeben, plus Zubat und erlöst und 4. Er hat hier 2 100er X-Bat erlöst, er hat 2 100er Golbat erlöst und er hat jetzt 2 100er Zubat erlöst, also was macht man damit? Braucht man die? Würdet ihr die wegschmeißen? Würdet ihr die auch sammeln? Sammelt ihr alle 100er Erlösten oder nur die coolen Sachen? Dann der Crow hat uns auch gezeigt, einen richtig coolen Spot, wo man mal langlaufen kann und ein paar Module setzen kann. Jetzt gerade beim Valentins-Event haben die auch 6 Stunden gehalten. Das wäre auch cool gewesen, da so einen kleinen Hotspot zu haben. Mensch, Spiele drin, jetzt crasht doch nicht mein Video hier mit einem komischen... Dann haben wir hier nochmal der Gro, da fängt man Flurmel mit Sanana für Entwicklungssession und zu Hause fällt einem dann das auf. Es war natürlich ein 100%iges Flurmel, kann er ja trotzdem entwickeln, ne? Kann er die Weiterentwicklung als 100er mitnehmen. Dann der Dennis Bass mit einem Shiny Pantimimi, auch sehr selten. Pokefreak Red mit einem Shiny Chanera, das war aus... Nee, das war, glaube ich, ein wildes. Das war keine Aufgabe. Dafür ist der Bogen, glaube ich, auch zu hoch. Beim Juli ist wieder mal der Buddy umgefallen. Das ist irgendwie... Ich kenne das nur von ihm. Der hat letztens da sein... Golgantes, glaube ich, gehabt. Jetzt hat er hier sein Lucario. Das fliegt auch schon wieder rum. Die sind wahrscheinlich alle besoffen. Fliegt auch in der Gegend rum. Später hat es wieder aufgestellt, natürlich. Vorbelastet gerade bekommen. Shiny Libiscus. Gefa hat uns gezeigt am Schlurp-Day, die haben zwischendurch kurz Pause gemacht, haben sich da Eis gegönnt. 1, 2, 3, 4, 5 Eises seht ihr da, 5 Handys seht ihr da und 2 Shinies seht ihr da. Rechts sogar noch, nee, 3 Shinies, 3 Shinies seht ihr da und rechts sogar noch das 100er. Ist ein sehr cooles Bild auf jeden Fall. Vorbelastet auch Shiny Schlurp auf dem zweiten Account, aber immerhin. Fischi dann, danke at Codebrot, no homie. Die sind keine Homies, siehst du, so geht es. Eigentlich no homo, aber er schreibt halt no homie. Also,
Du bist nicht mein Bruder, Bruder. Verpiss dich, gib mir deinen Barschwa. Irgendwie gebrütet, glaube ich. Shiny Barschwa natürlich aus dem Zehnerei. Dann Gefa zu Hause, ganz gechillt hier mit zwei Lift-Apfelschollen, immer noch Eis am Start, nochmal zwei shiny Schnur, einer Dönerrolle und einem richtigen Döner, richtig genial. Dann hat er nochmal seine Ausbeute gezeigt, hier nochmal shiny Schnur, 100er Schnur und mega fetten Döner auf jeden Fall, das hätte der Schocker der Woche sein müssen, der Döner. Sally Maus mit einem 100%igen Toxipad. Der André aus Thema, ich sage extra André, weil Brain, das ist mir alles zu mysteriös, auch Shiny Schlurp bekommen, Sally Maus mit dem zweiten Shiny Schlurp auf dem großen Account, Pushner nach 7 Raids, das erste Shiny, das Schlurp zu zweit geht, hätte ich nicht gedacht, aber das war ja trotzdem nur ein 4er Raid. Und ihr wisst ja, eigentlich ist das ja ein 2er-Raid. Der wurde dann angehoben von der Stufe auf 4, was nicht heißen muss, dass er so stark ist wie ein 4er, der aber trotzdem die Belohnungen und die Erfahrungspunkte von einem 4er abwirft. Und etliche 4er-Raids kann man ja trotzdem schon zu zweit machen. Ich sage da nur Despot da zum Beispiel oder Absol, was man ja vielleicht auch sogar alleine machen kann. Oder Relaxo damals konnte man auch zu zweit machen. Mit den richtigen Kondern und so, kein Problem. Auf jeden Fall geht es noch weiter mit dem Frank Bären, auch ein Abbekommen. Bierbenny zeigt uns hier, guter Schnitt auf dem kleinen Account. Er hat also 6 Raids gemacht, wahrscheinlich 6 freie Pässe. Hat 50% Shinies bekommen, 3 Stück nämlich. Bockwurst King nochmal mit einem Shiny Cusilla. Dann die Liane, 100er Shiny beim dritten Raid. Das war ja auch in dem Schlurp Raid Day zu sehen. Das war auch sehr cool, alles in ausgerastet. Leider hat sich es schon entwickelt. Schlurpleck finde ich leider nicht so cool. 100er Shiny Schlurp sah da viel cooler aus. Sie hat es halt entwickelt. Ist trotzdem ein 100er Shiny vom Raid Day. Was eigentlich auch hätte Schocker der Woche sein können, ist es aber nicht. Nebenbei hat sie noch ein normales 100er Schlurp bekommen mit 1008 WP. Und das war heute neben noch 2 Shinies auch dabei, also insgesamt 3 Shinies, eins davon ein 100er und ein 100er einfach so. Dann der Kenny auch mit einem Shiny Libiscus, Night Alex auf meinem neuen Account, den ich gerade mal seit die Stunde habe, ein Shiny Nagelotz. Die Frage ist aber eher, das müsste auch der Schocker der Woche sein, weil er einfach schon wieder einen neuen Account hat. Er hat damals seinen Night Alex gehabt und dann seinen Night Alex 13, dann seinen Night Alex 12, dann jetzt schon wieder einen neuen Account. Wie heißt der dann? Wahrscheinlich stand die 13 immer dafür, weil er schon 12 Accounts davor hatte, wo er die ganzen Daten immer vergessen hat. Und jedes Mal, wenn er sich nicht mehr einloggen kann, macht er einen neuen Account. Jetzt schon wieder einen neuen Account, also läuft auf jeden Fall. Errate mal die IV, Pokefreak Red, hier auch. Ach, der, genau, das andere war vorhin wild. Das war, glaube ich, aus der Quest. Ein 100%iges Shiny Chanera aus der Quest mit 537. 537 kann, glaube ich, 98er und 100er sein. Er hat das 100er abgegriffen, ohne Bewertung. Das glauben wir ihm einfach mal so. Wir haben ja alle die Tabelle im Kopf, genau. Dann noch ein schönes Gedicht. Team Weller ist Red. Squirtles. Squirtle are blue, we are on different teams, but I still love raiding with you, ne? Also, das komische rote Team ist rot, das Shiggy ist blau, wir sind zwar bei verschiedenen Teams, aber ich mag Kakao. Nein, aber ich mag es trotzdem mit dir zu raiden, Bruder. Wegen dir kriege ich weniger Bälle, weil du ein anderes Team bist als ich. Ich mach dich kaputt, Alter. Ich will die Arena vorher umfärben zu gelb. Hör auf, die rot zu machen, Bruder. Da gibt's immer Streit auf jeden Fall. Schönes Gedicht, wieder mal. Wieder nur auf dem Kleinen. Der Kenny hier mit einem 100er Boreos auf dem Kleinen. Aber trotzdem richtig brutal. Ich wäre da geflohen. Was nützt mir ein 100er auf dem Kleinen? Keine Ahnung. Ich brauche das auf dem Großen. Die Kleinen sind bei mir die Kleinen. Die brauchen gar nichts. Die haben keine Existenzberechtigung. Dann zeigt uns der Brian einen neuen Stop, historisches, vor 23 Minuten Zunftwappen. Dieses Wappen ziert das Eingangsportal der ehemaligen Hildburghäuser Aktienbrauerei. Gibt's da Bier? Oder was braut man? Kann man Aktien?
bisschen braun, stehe ich nicht. Ach, es regnet immer noch. Wir können uns Zeit lassen. Dann die Löwenquelle, historische, mit einem Löwenkopf verzierte Wasserquelle im Hildburghäuser. Nichts. Die habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Die habe ich auch bewertet bei Wayfarer. Ist jetzt auch endlich im Spiel. Ich glaube schon seit 2-3 Wochen oder so. Aber trotzdem, jetzt hat es erstmal einer gepostet. Michael Schilling hier auch, der Bruder vom Daniel Schilling, mit einem Shiny Chanera. Auch wild, wie man sieht. Sieht zumindest so aus wegen dem roten Pokéball. Sören Löffler, Shiny Evoli mitgenommen. Sören Löffler mit Lucario beste Buddies geworden. Sören Löffler, ein 100er Schlurf mitgenommen. Sören Löffler aufgestiegen auf dem Zweit-Account oder Dritt-Account. Auf jeden Fall hat er wieder mal einen Account hochgelevelt auf Level 40. Dank der Hilfe von Lüderbacher Bub, denke ich mal. Dadurch, dass die aufgestiegen sind auf beste Freunde, kam dann, glaube ich, das Level ab und er hat es jetzt auch geschafft. Dann der Bomber auch mit einem Shiny Vonera, sehr coole Sache. Der Crow mit einem 100% Vonera, nimmt man auch mal mit. Der Weigel Dennis, der ja übrigens auch gewonnen hat bei dieser Erscheinungsvergabe, da werde ich auch nochmal ein Video dazu machen, hat hier ein Shiny Libiskus bekommen, ein 100% Pummeluft bekommen, zwei Shiny Schlurp noch abgegriffen. Das habe ich alles nicht nochmal einzeln gemacht, ihr habt es ja hier gesehen. Der Benjamin, habe nochmal was für Raid am Mittwoch, war ein Duo gegen Finsteraura. Super easy, so super easy, dass sie noch 30 Sekunden übrig hatten. Ihr seht, der andere hat hier einen Despotar noch drin. Er hat ja noch einen Zapdos gehabt zum Ende. Habt ihr auch schon Boreos als Duo probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich noch nicht. Ich finde ja noch nicht mal ein Boreos, was ich mit 5 Accounts hier machen kann. Geschweige denn mit 2. Dann der Hannes Red Devil Black. Auch 100%iges Mamolita. Da freuen sich doch die Leute. Neu eingeführt in München. Ab geht's. Obwohl ich glaube, der Hong hat auch 100er Mamolita gejagt. Und ich glaube, er war auch erfolgreich jetzt. Ich weiß nicht, ich habe schon lange nichts mehr geguckt. Aber wenn der in München spielt und in München haben die Map und in München rennt der Hong rum und der Map Hong hat die auch gejagt. Vielleicht haben die ja sogar beide dasselbe gefangen. Vielleicht kennen die sich sogar. Vielleicht ist das auch gar kein Marmolida. Vielleicht ist das auch Manuel Neuer. Habt ihr auch schon 100% Manuel Neuer gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Benjamin Engel ist auch sehr aktiv in der Battle League und hat bei der Battle League als Pokémon-Belohnung ein 100%iges Lichtel bekommen. Das gab es nicht wild, das gab es nicht aus dem Ei, das gab es nicht aus der Quest. Das gab es als Pokémon-Belohnung einfach in der Go Battle League. Mal wieder ein Shiny beim Vorbelastet, ein Shiny Schneebedeckt. Gefer hier noch mit einem Shiny Libiskus. David Cherry, Divine Tari, mit einem, mein zweites 100er, wird auch mal Zeit, 100er, Libiskus, auch noch mitgenommen, Pogetechno, 91er, Shiny, letzte Feldforschung gestern Abend, wird auch mal wieder Zeit, Shiny Chanera mitgenommen, der André steht ja auch oben, ne, auch mit einem Krypto Lavita, was er wieder zu einem 100er machen kann, wenn er es erlöst. Dann gestern Abend, jetzt ist es schon gleich zu Ende, wurde nochmal angekündigt, dass der Eierpool, der 7er Eier, schon wieder geändert wurde. Alle haben sich gefreut, wenn das nächste Event um ist, man endlich wieder aus den 7er Eiern dann Riolu schlüpfen kann und Vonera und alles Mögliche für Shinies. Denn als jetzt das Valentins-Event war, habt ihr kein Riolu bekommen. Als das andere Event war, gab es noch kein Vonera. Jetzt haben sie gesagt, okay, wenn das jetzt alles um ist, ist alles ja wieder normal. Dann habt ihr also die Chance auf Riolu und auf Vonera im 7er Ei. Aber nix, die haben euch schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben sie nämlich Fossilien und Fossil-Pokémon in die 7er Eier gepackt. Riolu gibt es jetzt gar nicht mehr aus 7er Eiern, nur noch aus 10er Eiern momentan. Und Vonera, keine Ahnung, gibt es ja jetzt auch nicht, solange es die Fossilien gibt. Wenn das wieder geändert wird, mal gucken, was dann drin ist. Und heute, was schon wieder ein richtiger Schocker war, der Extreme mit einem 100%igen Evoli, hat er uns noch mitgezeigt als Shiny. Sehr krasse Sache auf jeden Fall auch. Das war aber immer noch nicht der Schocker, denn der Schocker der Woche kommt jetzt. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Chat.
ich mache am Montag immer Livestreams, außer jetzt, wo ich in Erfurt bin, da geht das nicht, ist das ein bisschen kompliziert, also ich setze mich in McDonald's und habe schlechtes Internet, ich habe ja das Equipment alles gar nicht dabei. Das fand ich aber so genial, viele wird es jetzt enttäuschen, dass das ein Schocker sein soll, aber ich war geschockt, ich kann es bis heute nicht glauben. Am Montag letzte Woche ist nämlich was passiert, da hat mir der Biala vom Main 5 Euro gespendet im Chat, als ich da gestreamt habe. Das fand ich richtig genial. 5 Euro ist für mich so eine Ehre, dass überhaupt jemand spendet, egal welcher Betrag. Der allererste, der je gespendet hatte, war ja der Prime. Der hatte mir mal 1 Euro gespendet im Chat, einfach so aus Spaß. Das fand ich auch sehr cool von ihm auf jeden Fall. Dann kam der Biala mit 5 Euro. Das hat mich richtig geehrt. Und am Donnerstag, bevor wir nach Erfurt gefahren sind, habe ich nochmal einen Stream gemacht, weil ich ja am Montag keinen machen konnte. Und plötzlich hat mir Licht und Korn 5 Euro gespendet. Da bin ich auch komplett ausgerastet. Und kurz danach hat der Biala von Main auch nochmal 5 Euro gespendet, kurz hinterher. Ich habe also in dieser einen Woche 15 Euro gespendet bekommen. Das finde ich so heftig, das fand ich so genial. Da habe ich mich so mega darüber gefreut auf jeden Fall. Danke an Licht und Korn, danke an Biala von Main, danke auch an Prime damals für seinen 1 Euro nochmal. Egal was, wie, wo, dass überhaupt ihr das macht, finde ich einfach so heftig. Das ehrt mich, da freue ich mich auf jeden Fall. Auch wenn natürlich nur 70% bei mir ankommen und YouTube sich da 30% abzwackt, aber das sieht einfach genial aus, wenn diese Nachrichten so reinkommen und das plötzlich aufploppt und da riesenfett leuchtet. Ihr wisst ja, je höher der Betrag ist, ändert sich auch die Farbe. Ich glaube, ihr könnt zwischen 1 und 500 Euro spenden. Bei 500 ist es dann, glaube ich, knüppelrot und bleibt 5 Stunden im Chat oben angepinnt, was bei mir natürlich Quatsch ist und keinen Sinn ergibt. Da sind ja immer nur 2-3 Nachrichten drin. Das heißt, selbst wenn ihr 1 Euro spendet, wird eure Nachricht wahrscheinlich schon 5 Stunden dastehen, da eben so wenig Leute in den Chat reinschreiben. Das lohnt sich dann nur bei großen YouTubern, wo die Nachricht sonst untergeht. Das fand ich aber trotzdem richtig genial. Licht und Korn, Biala von Main, Prime, die 3 Leute haben bisher mal gespendet. Danke dafür auf jeden Fall, das ist nicht selbstverständlich. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Das war's wieder mal mit dem Schocker der Woche, mit den Highlights der Woche und mit Raid am Mittwoch. Ich bedanke mich nochmal, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Raid am Mittwoch, ne? So heißt's doch, Bruder. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Wetter ist, vielleicht traue ich mich doch mal raus. Boah, es ist so widerlich, wenn es nicht so nass wäre und so windig. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.